The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Falsche Theorien über Gott. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Eine der subtilsten Verführungen Satans besteht in der Theorie, Gott sei ein Wesen, das die ganze Natur durchdringe. Dadurch wird Gott falsch dargestellt. Es ist eine Missachtung seiner Größe und Majestät. Pantheistische Theorien werden durch das Wort Gottes nicht gestützt. Das Licht seiner Wahrheit zeigt, dass diese Theorien seelenzerstörend wirken. Die Finsternis ist ihr Element, die Sinnlichkeit ihr Bereich. Sie befriedigen das natürliche, unbekehrte Herz und lassen den natürlichen Neigungen freien Lauf. Wenn man sie annimmt, wird Trennung von Gott die Folge sein. Es gibt nur eine Macht, die die Umklammerung des Bösen um das menschliche Herz lösen kann: die Macht Gottes in Jesus Christus. Nur durch das Blut des Gekreuzigten gibt es eine Reinigung von Sünde. Einzig und allein seine Gnade kann uns befähigen, den Neigungen unserer gefallenen Natur zu widerstehen und sie zu unterdrücken. Die spiritistischen Theorien über Gott machen diese Kraft wirkungslos. Wenn Gott ein Wesen ist, das die ganze Natur durchdringt, dann wohnt er in allen Menschen. Und um heilig zu werden, müsste der Mensch nur die ihm innewohnende Kraft entfalten. Wenn man diesen Theorien bis zu ihrer logischen Schlussfolgerung nachgeht, wischen sie das gesamte Christentum hinweg. Sie beseitigen die Notwendigkeit der Versöhnung und machen den Menschen zu seinem eigenen Erlöser. Diese Gottesvorstellungen machen das Wort Gottes wirkungslos. Wer sie annimmt, steht in großer Gefahr, die ganze Bibel schließlich als etwas Erfundenes zu betrachten. Solche Menschen halten die Tugend vielleicht sogar für besser als das Laster. Doch dadurch, dass sie Gott aus seiner Stellung als obersten Herrscher entfernen, machen sie sich von menschlicher Kraft abhängig, die ohne Gott wertlos ist. Der Wille des Menschen besitzt, auf sich alleine gestellt, keine echte Kraft, dem Bösen zu widerstehen und es zu überwinden. Die Schutzwehr der Seele ist niedergerissen. Der Mensch hat dann keine Schranke, die er der Sünde entgegensetzen kann. Wir können uns kaum vorstellen, wie tief ein Mensch sinken kann, wenn die Einschränkungen des Wortes und des Geistes Gottes verworfen werden. Alle, die damit fortfahren, an diesen spiritistischen Theorien festzuhalten, werden ihre christliche Erfahrung mit Sicherheit ruinieren, ihre Verbindung mit Gott aufgeben und des ewigen Lebens verlustig gehen. Are you?